es fühlt sich ein wenig schnell an. Ich habe hier auf dem Dach Solarzellen. Toyota zeigt, man muss nicht alles auf Touchscreen haben. Der Prius ist nicht mehr das komische Auto, der nur sparsam ist. Es ist einfach sehr neutral, es ist wie die Schweiz. Das meine ich, das. Es schreit ohne Ende. Böse Front, flache Scheibe, kleines Lenkrad. Ich kann es nicht glauben, aber das hier ist wirklich ein Prius. Also früher war der Prius ziemlich hässlich, sage ich so. Heute sieht er okay aus und sportlich. Er ist nicht nur schöner geworden, sondern auch besser geworden. Ich behaupte sogar, der ist der schlauste Plug-in-Hybrid, das es gibt. Und ich sage euch heute wieso. Bevor Cindy erklärt, was den Prius Nummer 5 so schlau macht, hier die wichtigsten Daten. Die neueste Auflage des Hybrid-Pioniers kostet gut ausgestattet knapp 51.000 Franken. Dafür bekommt man eine 13,6 Kilowattstunden große Batterie mit einer elektrischen Reichweite von 86 Kilometer. Die Systemleistung liegt bei 164 Kilowatt. Das ist fast doppelt so viel wie vorher. Und schau mal. Und Gas. Ja, kann man machen. Es fühlt sich ein wenig schnell an. Und das ist so mit Elektromotor, das ist das Positive daran. Du hast immer sofort Leistung. Es gibt dir diese kleine Schub, wenn du am Gas drehst, und das ist angenehm, weil du hast wirklich ein Gefühl, du hast ein paar mehr Leistung als nur mit deinem Benziner. Klar, es ist jetzt hier keine super Werte, aber es ist okay. Und vor allem, das ist nicht der Sinn der Sache, mit dem Auto hier sportlich oder schnell zu sein, sondern mit so einem Auto will man einfach sparsam sein. Und man muss auch sagen, der Vorgänger war wirklich eine Qual. Also der war wirklich sehr langsam. Und der hier, er ist einfach okay. Dass der neue nun angemessen beschleunigt, heißt aber nicht, dass er sportlich ist. Ja, das ist immer noch ein Toyota-Hybrid. Das heißt, es hat hier drin ein CVT-Getriebe. Und wenn man Cindy-mäßig fährt, dann, ich muss sagen, es fühlt sich einfach wirklich schlimm an. Also das wäre einfach das Gefühl, ich stehe mit dem Auto und gebe einfach Gas. Wollt ihr das hören? Das meine ich, das. Es schreit ohne Ende. Aber wenn man jetzt normal fährt und nicht immer wie die Verrückte hier, diese Getriebe hier ist eigentlich wirklich schlau, weil es ist einfach perfekt für ein Hybrid. Das heißt, wenn zum Beispiel mein Benziner meine Batterie laden muss, dann passt er automatisch die Drehzahl an, dass es effizienter ist. Eine normale Automatik kann das nicht. Unter anderem deswegen ist der Prius so sparsam. Nicht sportlich, aber sparsam und schlau. Das zeigt der extrem tiefe Normverbrauch. Auf 100 Kilometer soll der Prius gerade mal einen halben Liter Benzin verbrauchen. Das ist natürlich super wert. Aber dieses Resultat kommt nur, wenn man wirklich so viel wie möglich elektrisch fährt und natürlich auch wieder laden kann. Ja klar, man kann auch sagen, wenn man immer lädt, dann kann man direkt ein Elektroauto nehmen. Aber es gibt auch Leute, die nicht immer laden können und dann macht wieder ein Plug-in-Hybrid Sinn. Aber es macht nur Sinn, wenn er sparsam ist, wenn die Batterie leer ist. Anders als bei vielen PS-protzenden Plug-in-Hybriden ist der Antrieb im Toyota nicht nur ein Feigenblatt, um einen theoretischen Fabelwert zu produzieren. Hier wird nicht geboostet, sondern gespart. Der Verbrenner hat sogar weniger Leistung als der Elektromotor und ist vor allem dazu da, die stromlose Zeit zu überbrücken. Wir haben hier keinen großen, durstigen Motor, sondern einen 2-Liter-Sauger. Und der ist extra so aufgebaut, dass er sparsam ist. Wir haben es jetzt ausprobiert und wir sind einfach so gefahren, ohne extra zu laden.
Und wir haben ein durchschnittliches Verbrauch von 5 Liter, was wirklich für diese Leistung hier okay ist. Nicht nur beim Motor, sondern am ganzen Auto sieht Cindy, dass der Spargedanke hier mehr als nur eine Marketingphrase ist. Schau mal einfach, wie flach die Scheibe ist. Also das ist wirklich wie ein Sportwagen. Und das ist eigentlich logisch, weil diese Aerodynamik hier ist nicht nur, um schnell zu sein, sondern auch sparsam zu sein. Es macht wirklich Sinn. Die Außenhaut hilft nicht nur, Energie zu sparen, sondern sie produziert sogar ihre eigene. Das finde ich hier wirklich sehr cool. Ich habe hier auf dem Dach Solarzellen. Unter perfekten Bedingungen, sagt Toyota, ich kann fast 9 Kilometer fahren. Also das ist jetzt hier wirklich selten. Es gibt schon, aber auf ganz spezielle Autos, wie zum Beispiel Concept Car oder der Fisker Karma, aber auf ein bezahlbares Auto habe ich noch nie gesehen. Also es ist wirklich sehr cool. So sehr die Technik überrascht, so gewöhnlich ist das Fahrverhalten. Es fühlt sich sicher, ausgewogen, eine gute Balance, komfortabel über die Bodenwelle. Wenn du so ein Auto hast, dann es muss auch komfortabel sein. Sobald es ein bisschen zu schnell fährt, dann wirst du Unterschäden bekommen. Es ist einfach sehr neutral. Es ist wie die Schweiz, obwohl es hier kein Schweizer Auto ist. Was ich hier wirklich hier gut finde, wenn jetzt die Bremsen rekuperieren, merkst du dich gar nicht. Und die Übergang von Benziner zu Elektro und so weiter merkt man einfach nicht. Also es ruckelt nicht, es passt einfach, es ist alles sanft. Und da merkt man auch wieder, wie viel Erfahrung Toyota mit Hybrid hat. So weit, so schlau. Ebenfalls clever findet Cindy, dass Toyota sich beim Prius Nummer 5 einem ewigen Trend in der Autowelt verweigert. Das Auto ist 5 cm kürzer als der vorgängige Modell. Ich verstehe sowieso nicht, wieso man immer die Auto größer und länger macht. Und jetzt setze ich mich nach hinten. Ich habe hier einen längeren Radstand. Das heißt, ich habe trotzdem genug Platz für meine schönen und langen Beine. Sieht man? Was aber wirklich für mich Limit ist, ist das da oben, weil wegen der Aeroform, das geht so viel nach unten. Ich habe noch Platz, aber für 1,80 Meter wird es knapp hier. Und das hier finde ich wirklich nicht so schlau, weil man kennt einfach den Prius als Taxi oder man nimmt es als Uber und man braucht einfach hier drin Platz. Hinten haben die sonst so schlauen Japaner offenbar vergessen, dass der Prius einen wichtigen Teil seines Erfolgs dem Einsatz als Personentransporter verdankt. Auch hier die Türfalle. Sieht man sie hier? Ich finde es nicht so schlau, weil ich weiß, die Taxifahrer, die werden es hassen. Stell dir vor, es ist Mitternacht, besoffene Männer am Rand und die werden sicher die Türfalle nicht finden. Also ich kann es mir wirklich gut vorstellen, das wird nervig. Nervig, und zwar nicht nur für Taxifahrer, kann auch der kleine Kofferraum sein. Wegen der windschlüpfrigen Form und den Batterien hat er nur 284 Liter Platz. Das ist kaum mehr als bei einem Mini. Das können andere Plug-in-Hybride deutlich besser. Zum Beispiel der Peugeot 308. Sein Kofferraum schluckt viel mehr, vor allem in der Kombi-Variante. Trotz großer Klappe, Vollausstattung und einer vergleichbaren Motorisierung ist er nur wenig teurer als der Prius, muss sich aber bei der elektrischen Reichweite geschlagen geben. Etwas stärker, deutlich höher und auch kostspieliger als der Toyota ist der Zweier Active Tourer von BMW. Der Minivan ist voll ausgestattet gut 10.000 Franken teurer, hat dafür aber ein paar digitale Spielereien mehr und fährt elektrisch einige Kilometer weiter als Cindys Testwagen. Er braucht dafür aber eine größere Batterie. Preislich näher am Prius ist der Kia Niro. Obwohl er schwächer ist und weniger elektrische Reichweite hat, kostet der Koreaner aber mehr als der Japaner. Gerade im Vergleich mit der Konkurrenz überzeugen Cindy die Daten des Prius. Doch ein Auto ist mehr als nur die Summe seiner Zahlen. Man muss sich auch wohlfühlen.
Auch hier macht der Japaner unsere Expertin glücklich, indem er einen weiteren Trend ignoriert. Toyota zeigt einfach, man muss nicht alles auf Touchscreen haben. Ich habe hier wirklich beide, die Klimaanlage mit Knöpfen, wie das man mag eigentlich. Und oben alles Touchscreen, wo ich zum Beispiel mein Ziel für die Navigation eingeben kann. Und das ist viel schneller so einzugeben. Nicht nur beim Antrieb, auch bei der Bedienung ist der Toyota also ein Hybrid und stellt sich ziemlich schlau an. Den perfekten Innenraum hat aber auch der sparsame Stromstreber nicht. Nie so schlau hier, auch Toyota muss hier sparen. Ganz einfach gesagt, je mehr du nach unten gehst, desto billiger sieht das ganze Material aus. Dies ist zusammen mit dem knappen Platzangebot aber eigentlich der einzige Punkt, den Cindy an der 5. Auflage des Sparautos kritisieren kann. Der Prius ist nicht mehr das komische, hässliche Auto, der nur sparsam ist. Toyota zeigt hier, dass sie mehr Erfahrung mit Hybrid haben und dass sie auch etwas mehr schlau sind in diesem Bereich als die anderen. Und der Antrieb zeigt das. Das ist einer der besten. Er ist effizient und ausgereift. Bei all dem Lob fällt Cindy dann aber doch noch etwas ein, was ihr nicht gefällt. Was ich nicht so schlau finde, ist, bei uns in der Schweiz kannst du nur den Prius als Plug-in-Hybrid haben. Aber es gibt sicher Leute, die nicht laden können, aber trotzdem ein sparsames Auto haben wollen und der ähnlich gut aussieht. Der steckerlose Hybrid wäre außerdem auch noch günstiger. Doch dafür, dass es seinen Bruder nicht in der Schweiz gibt, kann der Plug-in-Prius nichts. Er ist der momentan schlaueste Hybrid auf dem Markt, wenn man zu Hause laden kann.